Geißhämmerstrauß. Eine Straße, nicht lang, am Buckel, nicht gerade steil, nur voneinander wie es willst. Am Eck, oben längs an Lade, Uhren und Schmuck, ob man's braucht in der Straße. Die Uhr zur Konfirmation ist vom Freile Seber in der Hauptstraße, aber bis dort noch ist noch lang Zeit. Auf der anderen Seite der Radiodimmel, später auch Fernseher, die standen im Schaufenster. Die ersten Bilder, die sich bewegen wie im Kino, aber umsonst. Jetzt gingen wir der Buckel nah ans andere Eck, die Frau Fetzer. Samen, Futter und Putzmittel. Sech der Großvater zum Enkel, hol mir auch 2 Kilo Gleie bei der Frau Fetzer, dass wir es unter das Kartoffelgeschnipfig mischen. Für die Hase. Sech, ich komm und zahl später. Der Bauer holt's, hat schläufet. Dafür kriegt er im Frühjahr von der Frau Fetzer ein Gickle mit Radieslesamen oder gelben Riebesamen für sein Beetle im Oba seinem Garten, im Burre in der Dahlstraße. Aber du hat hier nichts verloren. An der Eck fehlt noch eben für einen von den Buben aus der Straße, die Oma. Auf du müssen wir noch ein bisschen warten, aber sie kommt. Bis dahin gehen wir nochmal den Buckel auf. Zur Abwechslung auf der rechten Seite. Jetzt kommt doch da eine alte Scheine ohne Wind. Da kennst du grad einen sagen, Herr, was, eine Scheine in so einer Straße, mitten in der Stadt? Na, es ist doch ein Dorf, des Gablerberg. Und sind da nicht im Herbst große Läuterwege rumgestanden? Ha ja, voll mit Äpfel. Und die kehren dem Hausmann, und der macht Moos davon. Und die Buben, wo da manchmal Äpfel klauert, es fragt keiner danach wegen den paar, kriegt Els ein Gläschen süßer Most. Mal der putzt durch. Die Väter von den Buben wartet lieber noch eine Weile, bis er noch ist, der Most. Und wenn brennt wird beim Hausmann, gibt's Vorlauf, da spürst du noch schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sind um die Wege rum die Buben von der Geusheimerstraße Cowboys und Indies mit einer Holzpistole, die wo macht. Das können sie gut nachmachen, das kennt man in dem Alter aus dem Schauburg-Kino von den Wildwest-Filmen. Und wenn einer von den Gablerberger Cowboys oder Indies von einem anderen gestellt wird, heißt's Hens up! Das ist doch klar. Man kann doch nicht Hens absagen, wo doch die Hände nuff sollen, nicht ab. Und so steht's auch im Phantom-Heftle beim Laschlari. Weiter nuff. Da kommt eine Ruine, da haben die Buben nichts verloren. Da sorgt der Herr Weishaar dafür. Nicht, dass den Kerles etwas passiert. Die Große lassen in dem Zusammenkagel der Keller schläglos. Karbid in einem verschlossenen Bix und Wasser drauf. Aber jetzt kommt der wichtigste Mann für die Buben. Über dem Eingang von seinem Laden hängt ein silbriges Teller. Damit ist schon das meiste gesagt. Der Friseur Laderer, genannt Hexenmeister. Fasonschnitt für Kinder, ein Mark, dazu parfümiertes Wasser aus einem bauchigen Silbergefäß, das die Stärke wisch, jetzt wo sie kürzer geworden sind, wenigstens eine Weile hebet. Für die Buben ist fast zum Heilen, wenn die Mieter sagen, wenn sie dabei sind, und gerade dortwegen sind sie dabei, dass sie das sagen können, schneidet sie noch ein bisschen etwas weg, das wieder für eine Weile hebt. Den Buben wär's anders lieber,
nicht dass nachher auf der Geushimmer Straße heisst, da hat er der Hexenmeister wieder eine Schäßkäpsel geschnitten. Beim Dimmel sind wir schon geweh, also gehen wir beim Lader über die Straße. Der Herr Weishaar guckt einmal nicht aus seinem Fenster. Da bleibt einer von den Buben vor dem Fensterle im Erdgeschoss stande. Das muss man einfach gesehen haben, wie der Herr Schildermaler Schretzmann das macht. Was der für feine, gleichmäßige Strich mit einem winzigen Benzele machen kann oder mit einem sanften Schwung Buchstaben aus dem Papier schneidet, mit einem Messerle, das ist schon unglaublich, das sieht aus wie druckt. Da ist sogar die akkurate Schrift vom Bue seinem Vater ein Dreck dagegen. Der Bue sieht nichts. Der Schildermaler auch nicht. Der Bue guckt bloß und denkt, das täte ich auch gern kennen. Dass man lang dazu braucht, ist ihm klar, wenn überhaupt. Einmal fragt er noch doch, kann man das lernen? Ja, guck halt fest zu. Na, der Buckel. Es gibt nichts mehr zum Gucken, aber zum Hören. Wenn der Hänsler's Horst auf seiner Klarinette übt, man merkt, dass er besser wird, weil die hohe T nämlich so quietscht. Also entweder ist man im Gablerberger Musikverein oder man ist nicht im Gablerberger Musikverein. Da heißt es einfach gibt. Frau Fetzer kennen wir schon. Da gehen wir gerade noch mal zwei Häuser zurück. Da gibt es ein Geheimnis. Immer Keller und eine Mutprobe. Wenn nämlich einer von den Kerle in der Straße in Zalubande aufgenommen werden will, dann muss er allein in den dunklen Keller. Und die andere von der Zalubande, wo die Mutprobe schon hinter sich hin, hin an die Wind mit Leichtfarb Totenköpf gemalt. Es ist schon grauslich, wenn man 8 Jahre alt ist. Und wie es in dem Keller so komisch riecht. Aber wenn man es hinter sich hat, ein bisschen bleich, ist man halt Mitglied in der Salubande und das will eben das Häuser in der Geusimmerstraße. Jetzt gehen wir über die Klingenstraße nieder. Wir sind immer noch in der Geusimmerstraße und am Eingang vom Café Fritz. Auf einem Treppel im Eingang ins Café sitzen die Buben gern und tauschen Zanella-Bildle oder Karl-May-Bildle. Wenn das Café aufgemacht wird, werden sie weggescheucht. Ein Tier weiter gibt's für die Leute aus der Gegend Brezle, Milchbredle, Wege und Doppelwege, halbweise Brot und natürlich flammende Herzen, Florentiner und Schneckennudeln und die besonders gute Scheimler vom Heinz am Konditor. Wenn du ums Haus rumgehst, kannst du im Sommer die Leute aus dem Haus Geushimmerstraße 14 unter dem Bäckerfritz seinem Dächle im Gartencafé sitzen sehen. Nicht zum Spaß. Neu, die schaffet. Nicht arg. Ein bisschen, dass man auch dabei schwätzen kann. Sie zupfen Treibler und Stachelbeer ab, dass sie der Heinz einmachen kann und dass man im Winter nicht auf die Treibliskuchen und Stachelbeerkuchen verzichten muss. Das wär's noch fast schon. Etwas fehlt noch. Kann man sich im Winter die Straße mit Schnee vorstellen? Kann man. Das sind noch Winter gewesen. Und nachmittags, wenn die Schule rum ist, ist in der Straße etwas los. Sie ist voll von Kindern und Schlitten, an den Fenstern Leute, wo sich freut an den Kindern und an dem Geschrei, ohne dass das Schlittenfahren einfach nichts ist. Aus der Bar, Katz hat Schlittschuhe an. Mit den Fies eingehagelt, 4 Schlitten hintereinander liegen die Buben auf ihre Schlitten. Die kleinere nimmt ein Papa oder eine Mama vor sich nach. Auf der Seite von der Straße ziehen die Buben ihre Schlitten der Berg auf, ihre rote und blaue Teufelsmütze hängen krumm und schief auf den hitzigen Köpf. Einmal fliegen die Schneeballen rüber und nieder. Was für eine Freude, wenn's euch so richtig im Knick verwischt. Wenn's aus Versehen euch von den Kleinen trifft, gibt's natürlich Tränen, die wo bald wieder vorbeigangen, wenn der Vater oder eine Mutter dreistend umschreit, jetzt hört's aber eine Weile auf mit den Schneeballen. Gegen 5, es wird schon dunkel, hört man's aus dem Fenster. Wolfgang, Sigmar, Peter, Karl-Heinz. Das heißt, jetzt langt's. Kommt heim,
Das Abendessen steht auf dem Tisch. Und von der Straße hört man's: Mama, noch einmal! Ich habe gesagt, es fehlt noch eber. Sonst ist die Geusimmerstraße nicht Geusimmerstraße. Es ist ein Bild ungefähr so: Die Morgensonne scheint in die Straße. Auf einem Dreirädle sitzt ein Bub vor dem Café Fritz und wartet auf seine Oma. Sie ist ins Dorf nuff, so 16, einkaufen, vielleicht auf die Post oder bloß ein bisschen rumscheppern. Ich komme gleich wieder, hat sie zu ihrem Bibel gesagt, ihrem Enkel. Aber dem Bub wird Zeit lang auf seinem Dreirädle. Sie hat halt aber drauf und macht ein Schwätzle. Aber jetzt kommt sie rum ums Eck. Mit ihrem eigenen Schwung. Aufrecht. Das ist sie. Mit einem guten Schritt. Ihr Einkaufstasch schwenkt sie wie vor Freude. Ihre silberne Haar glitzert in der Sonne. Sie sieht ihren Bub auf dem Dreirädle warten und denkt: Oh, wenn er nicht immer an meinem Rockzipfel sein kann. Sie lacht und winkt. Und für den kleinen Peter ist in der Straße die Welt wieder in Ordnung.